Wer weiß, ob Doris sich mir anvertrauen wird. Aber ich sollte mit ihr sprechen. Kann ich dir helfen, Sid? Ich suche Doris. Ist sie hier? Ich fürchte, nein. Sie hat was bei Martha zu erledigen. Eigentlich hätte ich das übernehmen sollen, aber als sie von der Mission erfahren hat, hat sie darauf bestanden, selbst zu gehen. Allein. Verstehe. Um welche Mission geht es? Sie ist einer neuen Fährte nachgegangen. Seit die Träger, die du im Drachenhorst befreit hast, bei uns sind, sind sie ganz begierig darauf, über ihre Gefangenschaft zu sprechen. Und ihren Entführer. Diesen Sklavenhändler, den Cole verfolgt hat. Ich werde nach ihr sehen. Marthas Rast, sagst du? Wenn sie nicht bereits weg ist, ja. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Ein Alleingang sieht Doris nicht ähnlich. Ich kann Coles Sorgen verstehen. Doris sollte hier irgendwo sein, wenn ich sie nicht verpasst habe. Ich habe Grünzeug in allen möglichen Größen, Formen und Farben. Macht dir deine Wunde noch zu schaffen? Es war mir ein Vergnügen, Doris. Wie in alten Zeiten. Ich werde euer Angebot überdenken, Milady. Wie laufen die Nachforschungen? Sid, was führt dich zu Marthas Rast? Du. Ich habe gehört, dass du ganz allein unseren Sklavenhändler verfolgst. Ich hoffe, du bist vorsichtig. Natürlich. Und ich musste das allein machen. Die Träger vom Drachenhorst haben einen lang gehegten Verdacht von mir bestätigt, dass die gesuchte Person eine alte Bekannte ist. Sie ist nicht dumm. Wären wir in Scharen angerückt, hätte sie uns bemerkt und wäre spurlos verschwunden. Das war sie gerade, oder? Also, ein gelungenes Wiedersehen? Ich denke schon. Sie wollte mich anheuern. Ihre Zeit in Rosaria neigt sich wohl dem Ende zu. Sie hat Träger aus der ganzen Region entführt und will sie jetzt nach Sambrek schmuggeln. Nach ihrem Zusammenstoß mit den Wildstimmen auf dem Weg nach Nordstedt hat sie sich Begleitschutz besorgt, dem ich mich anschließen soll. Sie ist gefährlich, Sid, aber ich kann sie aufhalten. Dann gehe ich mit dir. Ich kümmere mich um den Begleitschutz. Du bringst die Träger in Sicherheit. Wo sind sie? Unterm Bohmviadukt, aber nicht mehr lange. Geh du schon vor. Ich gebe dem Versteck Bescheid und komme dann.
Sie sind noch nicht aufgebrochen. Woher kennt Doris wohl diese Sklavenhändlerin? Wir haben lange genug gewartet. Sie kommt nicht. Wir brechen auf. Los jetzt. Wieder zurück in die Zivilisation, Milady. Ja, und zwar schnell. Damit ihr nicht anfangt, so zu reden wie diese unbedarften Trottel. Sind deine Männer bereit? Es gab schon zu viele Verzögerungen. Noch mehr, und ich kürze euren Lohn. Ja, Milady. Oh, da wäre noch etwas. Offenbar haben wir Besuch. Tötet ihn. Versucht es ruhig. So viel zum Begleitschutz. Keine Sorge. Ich werde nicht kämpfen. Ich bin nicht mehr die Schwertkämpferin, die ich früher einmal war. Ich gebe auf. Sid, der Geächtete, tu mit mir, was du willst. Sid! Ah, Doris. Ich nehme an, dass du mich nicht vor diesem Schuft retten wirst. Weißt du? Ich habe mich immer gefragt, wohin du verschwunden bist. Aber dass du dich ausgerechnet mit ihm zusammentun würdest. Lieber für eine Sache kämpfen, als für Geld zu töten. Tut mir leid, Sid. Ich hätte es dir sagen sollen. Diese Frau, meine einstige Herrin, hat früher Trägerkinder zu menschlichen Waffen ausgebildet und dann in den Dienst des Höchstbietenden gezwungen. Sie hat mich wie eine Tochter erzogen und ich habe schreckliche Dinge getan, um ihr zu gefallen. Es war nicht alles schlecht, oder? Wir hatten doch auch Spaß. Du warst immer so wissbegierig und geschickt noch dazu. Andere Kinder interessierten sich entweder für die Klinge oder die Bücher. Niemals für beides. Aber du hast beides gemeistert. Deshalb habe ich dich behalten. Wie wär's, mein kleiner Dolch? Schwörst du mir noch einmal die Treue? Ich habe dir nie meine Treue geschworen und werde es auch nie tun. Ich kämpfe jetzt für ein höheres Ziel. Für die Befreiung aller Träger. Leb wohl, Herrin. Danke, dass du mich zu einer Waffe gemacht hast. Du warst schon immer so rechtschaffen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich dich so mochte. Was hast du jetzt mit ihr vor? Ich bin nicht die Mörderin, die ich werden sollte. Nicht mehr. Sie hat keine Freunde mehr in hohen Ämtern, im Gegensatz zur Madame. Ihre Verbindungen zum Hof werden für Gerechtigkeit sorgen. Gut. Wenn es das ist, was du willst. Ja. Und danke. Für alles. Ich sollte den Trägern sagen, dass sie jetzt endlich sicher sind. Und ich sollte zurück zum Versteck gehen und Cole beruhigen.
bist zurück. Gerade ist eine Nachricht von Doris eingetroffen. Wie ich höre, habt ihr noch mehr Träger vor Schmugglern gerettet. Mit etwas Glück kommen sie bald zu uns ins Versteck. Oh, und dein Brief. Du musst dir keine Sorgen mehr um Doris machen. Das hatte ich gehofft. Sie erwähnte ein, zwei Dinge in ihrem Bericht. Der Sklavenhändler, den wir gejagt haben, war also ihre Herrin? Sachen gibt's. Sie wurde übrigens in Sanbrek verhaftet. Anscheinend völlig widerstandslos. Sie wird nicht glimpflich davonkommen. Im Kaiserreich verachtet man Träger zwar, aber ebenso wenig werden Schwarzhändler geduldet. Es muss sicher schwer für Doris gewesen sein. Das war's. Aber keine Sorge. Sie wird wieder. Hoffentlich. Du musst es wissen. Du hast viel durchgemacht vor deiner Zeit hier, soweit ich weiß. Jedenfalls, danke, Sid. Die Fluchbrecher wären ohne Doris verloren. Und ohne dich, natürlich. Ich danke dir, Cole. Mach weiter so. Sid, hast du kurz Zeit? Was ist los? Meine frühere Herrin. Ihr Schatten verfolgt mich weiter. Sie hat es irgendwie geschafft, mir einen Brief zu schicken. Und noch etwas anderes. Aufzeichnungen aus einem Valuta-Gefängnis, in dem anscheinend viele Träger festgehalten wurden. Wie ist sie an so etwas gekommen? Diese Träger waren wohl ihr nächstes Ziel. Und die Zellen in der Balmung-Warte sollen voll von ihnen sein. Träger aus der Fremde, Herrenlose, solche, die niemand vermisst. Und nun kümmert sich erst recht keiner mehr um sie. Denn als der Äther die Mauern erreicht hat, sind die Wärter geflohen. Ihr Schicksal liegt also in den Händen desjenigen, der sie dort findet. Sid, ich glaube, dass ich mir dein Vertrauen verdient habe. Ich weiß, dass du den Fluchbrechern Reisen nach Valut verboten hast. Aber ich kann diese Träger nicht dort verhungern lassen. Lieber riskiere ich, von den Wellen an der Schattenküste verschluckt zu werden. Um den Golf zu durchqueren, wirst du die Enterprise brauchen. Heißt das etwa... Ich mache eine Ausnahme. Doch ich komme auch mit. Und wir bleiben nicht länger als nötig. Ashra ist ein trostloser Ort, im besten Fall. Wir retten, wen wir können, und verschwinden. Danke, Sid. Da stand ein Name in den Aufzeichnungen des Gefängnisses. Ein Name, den ich kenne. Chadwick. Auch ein Träger meiner früheren Herren. Ein begabter Soldat und für mich so etwas wie Familie. Der Gedanke daran, dass er dort ausharrt... Er muss dir sehr wichtig sein. Das war... ist er. Wir finden ihn. Der Eingang zum Gefängnis liegt im Schatten der Mauern von Rabenwitt, gleich hinter dem Fallgatter. Wir sollten uns schnell auf den Weg machen. Ich bete nur, dass wir noch Träger retten können. Ich auch, Doris. Doris wartet beim Gefängnis auf mich. Je länger sie dort ist, desto eher werden Akasische sie finden. Ich muss zu ihr. Stop!
Die Wachen sind alle weg? Zumindest waren keine hier am Tor. Drinnen sieht es allerdings anders aus. In den Korridoren wimmelt es von Akasischen. Vermutlich Wärter, die es nicht rausgeschafft haben. Wenn Chadwick hier eingesperrt war, befürchte ich, dass er schon... Gib die Hoffnung nicht auf. Beeilen wir uns. Ich überprüfe das Erdgeschoss. Dort ist der Äther am dichtesten. Dann suche ich im oberen Stock. Viel Glück, Sid. Pass auf. Ob die Flut im Inneren schlimm genug ist, um Träger zu verwandeln? Ich hoffe nicht. Wir riskieren hier eine Menge. Ich halte besser nach Lebenszeichen Ausschau. Schnapp sie! Jetzt, Morgan! Dieser Ort war also kein gewöhnliches Gefängnis. Die Kreatur haben sie bei der Flucht bestimmt nicht mitgenommen.
Valuta-Verluste minimieren. Und was, wenn ihnen die Träger ausgehen? Da kümmern sich ja sogar die Kaiserlichen besser um ihre Träger. Sie haben es mit Trägern gefüttert. Das ist noch schlimmer als befürchtet. Nichts als Akasische hier. Hoffentlich sieht es oben nicht so schlimm aus. Ich sollte besser nach Doris sehen. War niemand. Aber ich habe herausgefunden, was hier wirklich geschehen ist. Hier hat sich etwas Unsägliches abgespielt. Ich weiß. Ich habe ein paar dieser Dokumente gelesen und haben sie das wirklich getan? Träger sterben jeden Tag im Dienst ihrer Herren, aber das ist so viel schlimmer. Träger mit bloßen Händen gegen eine wilde Bestie kämpfen zu lassen, nur um ein Werkzeug des Todes zu schaffen. Und nicht nur die, die kämpfen konnten. Nein, auch die Alten. Sogar Kinder. Und wer nicht wollte oder konnte, der wurde entsorgt, was immer das heißt. Das bedeutet, dass sie der Bestie zum Fraß vorgeworfen wurden. Dann ist es zu spät. Es war dumm, dich herzubringen. Sag das nicht. Hast du noch etwas gefunden? Einen Schlüssel. Er passt aber in kein Schloss in diesem Stockwerk. Vielleicht öffnet er eine der Türen unten. Einen Gang habe ich noch nicht durchsucht. Ich probiere ihn dort aus. Komm nach, wenn du hier fertig bist. In Ordnung. Dann sehen wir uns gleich.
sehen, was dahinter wartet. Sie ist ganz in der Nähe. Wer bist du? Hab keine Angst. Bist du allein? Hat noch jemand überlebt? Ein paar Wärter. Sie sind noch hier, aber mit ihnen stimmt was nicht. Alle anderen hat das Monster gefressen. Gütiger Begründer. Es war gut zu kommen, aber länger bleiben sollten wir nicht. Bereit? Ich bin bereit. Du armes Ding, du hast sicher Angst gehabt. War Chadwick bei euch? Was? Er hat gegen das Monster gekämpft. Es abgelenkt, damit ich flüchten konnte. Hat er euch geschickt? Er wollte auch noch die anderen befreien. Wo ist er? Hat er eure Zellen geöffnet? Sonst wärt ihr doch nicht hier. Chadwick. War das? Es ist zurück. Chadwick, Hilfe! Wir müssen sofort hier raus. Doris, beschütze das Mädchen. Mach ich. Schlachte diese trägerfressende Bestie ab. Wir müssen fliehen. Hab keine Angst. Es wartet da drinnen auf mich. Ich muss es töten. Es wird keinen Träger mehr fressen. Endlich. Sid, bist du verletzt? Alles gut, glaube ich.
Nein. Was ist? Ein Tagebuch. Das habe ich Chadwick geschenkt, als ich ihn das letzte Mal sah. Er war also hier. Meinst du, die Kreatur? Er hat bestimmt tapfer gekämpft. Dank ihm hat das Mädchen überlebt. Chadwick, du Narr. Komm, bringen wir sie ins Versteck. Sein Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Nein, soll es nicht. Ich sorge dafür, dass sie gut versorgt wird. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich höre, weichst du dem Mädchen kaum von der Seite. Ich hoffe, sie erholt sich von ihrer Tortur. Heidemarie, es geht ja schon besser. Sie ist zäher, als sie aussieht. Den Flammen sei Dank, dass wir sie gefunden haben. Wären wir nicht... Ich weiß. Sind wir aber. Tut mir leid, dass wir Chadwick nicht retten konnten. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ohne deine Hilfe hätte ich nie erfahren, was mit ihm passiert ist. Wie er bis zum bitteren Ende gekämpft hat, um Heidemarie zu retten. So habe ich ihn gekannt. Den Mann, der mir wie ein Bruder war. Ich hätte ihn auch gern gekannt. Erzähl mir von deiner Vergangenheit, wenn es dir nichts ausmacht. Natürlich. Meine frühere Herrin kennst du. Sie hat Chadwick und mir zwei Dinge beigebracht. Töten und gehorchen. Wir sollten irgendwann an den Meistbietenden verkauft werden. Aber kein Gebot war ihr hoch genug, um sich von uns zu trennen. Wir waren ihre Dolche in den Schatten. Aber wir hatten immer wieder Zweifel an den Dingen, zu denen sie uns zwang. Und dann, eines Tages, wollten wir einfach nicht mehr. Wir rannten weg. Zusammenzubleiben kam nicht in Frage. Sie hätten uns leicht gefunden. Nach so vielen Jahren des Eindressierens war der Drang zu töten in uns verwurzelt. Ich hatte Angst, dass er wieder zu einem Werkzeug werden würde. Einem Dolch in der Hand eines anderen. Doch selbst in Gefangenschaft hatte er sich niemandem unterworfen. Er starb nicht als ein Werkzeug, sondern als Mensch. Heidemarie ist der lebende Beweis. Träger können ihre Fesseln sprengen. Und die Fluchbrecher zeigen ihnen wie. Ich werde bis zum letzten Atemzug dafür kämpfen. Für Chadwick und für uns alle. Danke, Doris. Wir zählen auf dich. Du hast es auch gehört, oder? Was meinst du? Das mit Dravost, Schledorns altem Dorf. Das mit den ganzen Schmieden. Es heißt, dass aus den Minen da in der Nähe massenweise Äther austritt. Und das Dorf? Hat jetzt eine Horde Akasischer vor den Toren. Alles, was dort kreucht und fleucht, soll sich verwandelt haben. Oder zumindest kurz davor sein. Gegen solche Massen hat das Dorf keine Chance. Die Leute brauchen Hilfe. Doris hat ein paar Fluchbrecher losgeschickt, aber ich fürchte, die werden das Ruder nicht rumreißen. So leid es mir tut. Wenn nicht bald was passiert, machen die da alles platt. Das werden wir verhindern. Darauf habe ich gehofft. Weiß Schledorn Bescheid? Naja, bis jetzt noch nicht. Ich wollte ihn nicht beunruhigen. Soll ich es ihm sagen? Nein. Lass es besser. Gut dann. Ich kann hier nicht länger rumstehen. Ich muss was tun. Wir sehen uns in Dravost.
Gravost steht also noch. Das ist schon mal gut. Der Hammer schwingt. Hallo. Danke. Bitteschön. Gern. Danke. Clive! Na endlich! Wo sind die Akasischen? Noch irgendwo im Norden. Aber Doris Leute erzählen die reinsten Schauergeschichten. Das sind wohl Unmengen. Ich hab Schnoddy zum Nordtor hochgeschickt. Auf dein Wort macht er da alles dicht. Das sollte den Leuten genug Zeit geben, sich in ihren Häusern zu verschanzen. Gut gemacht. Willkommen zurück, Sid. So sieht man sich wieder. August ist es vorhin herausgerutscht. Wer hätte gedacht, dass unser Dravost vom meistgeächteten Mann Valisteas gerettet wurde? Können wir wieder auf dich zählen? Natürlich. Ihr habt wohl gedacht, ihr könntet euch davonschleichen. Schledorn. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Die Späher haben mir gesagt, was los ist. Anders als mein bester Freund, der Geheimniskrämer. Sultan. Lang nicht gesehen. Witzig, was für alte Säcke aus uns geworden sind, was? Soll das ein Witz sein? Wie wäre stattdessen mit einer Entschuldigung? Hör nicht auf ihn. Du hast getan, was du tun musstest. Für das Dorf. Das habe ich, ja. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Vulkan, unser Meister, wollte nur einem von uns das Dorf überlassen. Und zwar mir, dem besten Schmied in Dravost. Neben ihm selbst natürlich. Eine saudumme Tradition, wenn du mich fragst. Begabte Schmiede sollten ihr Handwerk praktizieren und nicht den Deppen für alles in irgendeinem Kaff spielen. Vulkan hat sein Leben so verschwendet, aber darauf hatte ich keine Lust. Und du meinst, ich hatte da Lust drauf? Dravost brauchte jemanden wie dich. Mit mir und meinem blöden Idealismus wäre das Dorf doch eingegangen. Also bin ich weg und hab mich meinem Handwerk gewidmet, um euch die Konsequenzen zu ersparen. Nenn's ruhig Eigennutz, aber ich wollte wirklich nur das Beste für das Dorf. Du hast dich vor deiner Pflicht gedrückt. Weil hier sonst alle verhungert wären. Genug. Wir haben keine Zeit dafür. Schlagt euch die Köpfe ein, wenn Dravost gerettet ist. Von mir aus. Mehr hab ich sowieso nicht zu sagen. Ja. Ich auch nicht. Tut mir leid. Ich hätte mich nicht einmischen sollen. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist. Aber gib uns einen Moment. Ich brauche einen klaren Kopf, bevor ein Akasischer kommt, der in mir abreißen will. Also dann, bist du bereit? Ja, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Das ist wahr. Trotzdem sollten wir nochmal mit den Späheren reden. Böse Überraschungen können wir jetzt nicht gebrauchen. Oh, und Schledorn, du und Sultan, ihr bleibt vielleicht besser im Dorf. Die Akasischen rücken an! Wie nah sind sie? Schon fast an den Mauern. Und aus den Minen kommen immer mehr. So viel zu bösen Überraschungen. Da draußen werden unsere Männer heillos überrannt. Wir ziehen uns hinter die Tore zurück. Gute Idee. Kommt rein, aber haltet eure Waffen bereit. Alles klar. Wenn's hart auf hart kommt, kämpfe ich mit. Du hältst dich raus. Wir machen das. Sobald die Späher drin sind, verbarrikadieren wir die Tore. Ihr Schmiede bleibt in euren Häusern. Wenn ihr sterbt, ist keinem geholfen. August hat recht.
Ich habe gesehen, was Akasische mit Rüstungen machen. Kräftige Schmiedearme reichen hier nicht. Für diesen Kampf seid ihr nicht gerüstet. Ich gehe zu den Minen. Schließ die Tore, sobald ich draußen bin. Ich halte sie auf, solange ich kann. Und wenn du es nicht schaffst? Dann evakuiert ihr das Dorf. Aber das wird nicht passieren. Versprochen. Wollen wir es hoffen? Sorgt dafür, dass das Dorf noch steht, wenn ich zurück bin. Wir geben alles. Dafür lässt du dich auch nicht unterkriegen, ja? Ich will zuerst. Da, Torgal! Thank you.
So, das war's jetzt aber. Hoffe ich zumindest. Bin ich froh! Du hast es überlebt! Habe ich genug aufgehalten? Genug aufgehalten? Du hast das ganze Rudel abgemetzelt. Fast zumindest. Soll das heißen? Ja, ein oder zwei wollten über die Mauer. Aber keine Sorge. Die sind nicht weit gekommen. Gut. Aber vergiss nicht, da werden noch mehr nachkommen. Irgendwann, ja. Aber jetzt ist erstmal Ruhe. Komm, wir gehen wieder rein. Sid, hat man sowas schon gesehen? Du hast da draußen ja wirklich alles zu Klump geschlagen. Die armen Viecher konnten einem fast leid tun. Was ich eigentlich sagen will, ist, danke. Dravost wird nicht vergessen, was du heute getan hast. Der Frieden wird nicht von langer Dauer sein. Die Minen sind immer noch geflutet. Was bedeutet, dass jedes Lebewesen, das sich dorthin verirrt, wieder auf euch losgehen wird? Und wenn die Flut sich ausbreitet, wird Dravost? Naja, ich fürchte, eure Tage hier sind gezählt. Das kann sein, aber wir bleiben trotzdem hier. Ätherfluten gibt es überall. Nirgendwo ist es mehr sicher. Und abgesehen davon sind wir hier zu Hause. Wir verstärken die Tore im Norden und sorgen dafür, dass sie Tag und Nacht bewacht werden. Also gut. Ich denke, dabei werden wir euch etwas helfen können. Und zu dir, Schledorn. Du hast Dravost geholfen, als es dich am dringendsten gebraucht hat. Ich danke dir. Und ich hätte mich nicht so rar machen sollen. Ich hätte mit dir reden sollen, bevor ich abgehauen bin. Ach, weißt du, selbst wenn, ich hätte dir eh nicht zugehört. Der Neid hat mich geblendet. Ich habe mich immer abgerackert und für dich war alles ein Klacks. Dein Abgang hat mir dann den perfekten Vorwand geliefert, dich zu hassen. Ich habe nie so richtig drüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn du geblieben wärst. Aber ich glaube, du hattest vorhin recht. Du hättest hier alles ruiniert. Endlich sind wir uns mal einig. Ich wusste, dass du es irgendwann einsiehst. Du warst Davosts Rettung. Wirtschaftlich vielleicht. Ja, aber hier ist nichts mehr, wie es mal war. Unsere Schmiedekunst war mal der Stolz Dalmekias. Jetzt produzieren wir hier jeden Tag den gleichen Müll. Nur weil es schnell geht und Geld einbringt. Hier geht es keinem mehr ums Handwerk. Mit dem, was die Amateure hier schmieden, würde ich niemanden an die Front schicken. Ich habe versucht, besser zu werden, die Leute zu inspirieren, aber keiner hat sich drum geschert. Jeder Chorknabe hat mehr Leidenschaft fürs Schmieden als die Knallköpfe hier. Komm zurück, Schledorn. Damit Dravost sich erinnert, was einen echten Meisterschmied ausmacht. Um mit dir wieder in einer Schmiede zu stehen, würde ich mich sogar an den Blasebalg stellen. Kein schlechtes Angebot. Ich würde gern ja sagen, aber ich fürchte, ich werde anderswo gebraucht. Ich habe Leute, die sich auf mich verlassen. Die kann ich nicht hängen lassen. Ich verstehe schon. Das heißt aber nicht, dass ich nicht zu Besuch kommen kann. Vielleicht kriegen wir deine Knallköpfe ja doch wieder auf den rechten Pfad. Das wäre schön. Sag Schnordi, er soll mich das nächste Mal reinlassen, wenn ich vor dem Tor stehe. Hätte er sowieso gemacht, wie ich den kenne. Schledorn, der Meisterschmied der Geächteten, setzt sich für Dravost ein. Dass ich den Tag mal erleben würde. Na, das lief doch nicht schlecht, oder? Sogar besser als gedacht.
Sid, ich hab hier was für dich. Was ist das? Der gebrochene Amboss. Ein Zeichen der Dankbarkeit Ravosts. Aber ehrlich gesagt habe ich noch was viel Besseres für dich. In diesem Dorf wird seit Generationen der Entwurf für ein bestimmtes Schwert tradiert. Mal langsam, Sultan. Dieses Schwert wurde seit Jahrhunderten nicht mehr geschmiedet, weil einfach kein Schmied das Zeug dazu hat. Ja, deine Kohle macht erstklassigen Stahl und ich kann Klingen schmieden, über die selbst Odin nicht die Nase rümpfen würde. Aber die Gravuren auf dem Ding würden jeden Goldschmied ins Tollhaus bringen. Und die gehören nun mal leider dazu. Hast du schon vergessen, was dich neulich erst nach Dravost gelockt hat? Ein gewisser Ring? Ich wusste, dass ich nie so gute Waffen machen würde wie du. Deshalb habe ich mich auf andere Metallarbeiten spezialisiert. Und ich sag dir was, wenn wir beide zusammenarbeiten, stellen wir jeden Schmiedemeister in den Schatten, der je gelebt hat. Weißt du was? Ich glaube, da ist was dran. Clive, wär's dir recht, wenn Sultan mit uns ins Versteck kommt? Natürlich ist es das. Solange er unser Geheimnis wahrt. Gut. Sultan, hol dein Werkzeug. Lass uns eine Legende schmieden. Clive, zu viel Gill in der Tasche? Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Du kommst gerade recht. Wir wollten uns gerade an deinem Schwert zu schaffen machen. Schon witzig. Ohne dich wäre das alles hier nicht zustande gekommen. Erinnerst du dich noch an Kamil? Am Griff verwenden wir seine Ledertechnik. Dann kommt der Stahl. Den schmelzen wir in den Kohlen, die Sultan dir damals überlassen hat. Als nächstes schärfen wir die Klinge mit unserem importierten Wetzstein aus Übersee. Und um die Gravur kümmert sich der talentierte Sultan. Echte Gemeinschaftsarbeit. Unter der Führung des größten Schmieds aller Zeiten. Naja, erst müssen wir das noch über die Bühne kriegen. Also, ich wäre soweit. Dann mal ab an den Blasebalg. Kneif mich mal einer. Wir haben es wirklich geschafft. Das Schwert aller Schwerter. Ragnarök. Ich bin sprachlos. Nimm es. Bei dir ist es in besten Händen. Danke. Euch beiden. Tja, dann seid ihr hiermit die besten Schmiede der Welt, richtig? Was? Nein, wir haben hier nur die Lehren der alten Meister umgesetzt. Wenn wir Geschichte schreiben wollen, müssen wir schon mehr leisten als das. Aber auch das kriegen wir noch hin. Hier. Eine Materialliste. Sultan und ich hatten auf dem Rückweg von Dravost eine Idee. Wir dachten, mit diesen Sachen da könnten wir ein Schwert schmieden, das sogar Ragnarök übertrifft.
Eine neue Legende für den legendären Geächteten. Ihr macht mich neugierig. Ich nehme die Liste mal an mich. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Hier jagt ja eine Legende die nächste. Wie wäre es mit einem Umtrunk? Aufstellerne Freundschaftsbande? Bevor ihr wieder an die Ambosse rennt? Gute Idee. Ich habe mir schon lang kein Bier mehr gegönnt. Endlich gibt's hier mal was zu feiern. Hahaha, zapf die Fässer an! Vulkans Jungs sind im Anmarsch! Was willst du? Und? Rutherford. So heißt doch der Diener meines Onkels. Warum ist er in Marthas Rast? Lord Clive Rossfield, ihr seid gekommen. Mein Brief hat euch also erreicht. Ich bin Sebastian Rutherford, Haushofmeister des Anwesens eures Onkels. Ich weiß. Wir sind uns schon begegnet. Ja, Milord. Danke für euer Kommen. Was ist denn so geheim, dass ihr es nicht aufschreiben konntet? Verzeiht vielmals, Milord. Ich wollte euch keine Umstände machen, sondern lediglich... Schon gut. Fahrt fort. Ich bin hier in Marthas Rast auf Geheiß eures Herrn Onkels. Mit dem Auftrag, mich über die aktuelle Lage der Welt zu informieren. Was ich erfahren habe, ist höchst beunruhigend. Der Fall der Mutterkristalle hat ganz Stürm in völligen Aufruhr versetzt. Die darauffolgende Verfinsterung des Himmels hat die Dinge weiter verschlimmert. Angriffe durch Akasische geschehen nun fast täglich. Die Mühlen der Politik sind zum Stillstand gekommen. Und ohne eine ruhige Hand am Ruder droht die ganze Welt vollends ins Chaos abzugleiten. Euer Herr Onkel jedoch glaubt, dass dieses Schicksal vermieden werden kann und möchte alles in seiner Macht Stehende dafür tun. Das klingt nach einem... großen Unterfangen. Ganz recht. Deshalb habe ich die Unterstützung meiner Kollegen erbeten, die den sieben hohen Häusern dienen. Jedoch...
Jedoch? Ich habe bereits den Kontakt zu zweien von ihnen verloren. Beide sind kräftig und im Schwertkampf ausgebildet. Aber in diesen dunklen Zeiten mag selbst das nicht ausreichen, um sicher durch die Lande reisen zu können. Ihr wollt also, dass ich sie finde. Wohin waren sie unterwegs? Der eine sollte die Republik erkunden, der andere die ehemalige kaiserliche Hauptstadt Oriflam. Das grenzt es nicht gerade ein. Vielen Dank, Mylord. Ich werde für eure Sicherheit beten. Wie soll ich einen einzigen Mann inmitten eines ganzen Landes finden? Hoffentlich kann mir jemand helfen. Schön scharf. So, dann willst du also doch der Stadtwache beitreten. Der Kerl, dem der Laden hier gehört hat, ist abgehauen. Keine Vorkommnisse. Jemand hat sich Ärger eingebrockt. Ich sehe deinen Herrn hier nirgends. Also warum leerst du nicht erstmal deine Taschen für uns? Aber ich sage doch, ich habe nichts. Dann begnügen wir uns wohl mit deinem schicken Gewand und dem Kristall an deiner Hüfte. Bitte! Diese Männer wollen mich ausrauben! Überlass sie mir. Danke. Bist du der Herr von dem da? Zahl, was er uns schuldet, und wir vergessen, dass du deine Klinge gegen Soldaten der Republik erhoben hast. Oder ihr verschwindet und ich melde euch nicht bei eurem Hauptmann. Oh, das kannst du gern versuchen. Er hat kaum Besuch, seit wir ihn umgelegt haben. Von Hugos Männern hätte ich nichts anderes erwartet, aber das waren gewöhnliche Soldaten. Das Heer der Republik ist ein anderes, seit es Kupka verloren hat. So etwas kommt also öfter vor? Sehr oft. Ich wurde hergeschickt, um mir ein Bild über diese Missstände zu machen. Von Rutherford nehme ich an. Er hat mich geschickt, um nach euch zu sehen. Nun, dafür danke ich euch. Ich hätte mich gegen einen, vielleicht zwei, verteidigen können. Aber gegen so viele? Ich kam vor einigen Tagen in Dalimel an, aber als ich den Hauptmann der Garnison aufsuchte, um mich zu erkundigen, beschlagnahmten die Soldaten meine Sachen und sperrten mich ein. Anscheinend ist der Hauptmann tot. Seine Männer bestimmen jetzt wohl die Regeln. Glücklicherweise konnte ich mich freikaufen, nur um den Soldaten in die Arme zu laufen, die ihr gerade erledigt habt. Und die dalmekische Heerleitung? Sie würden doch solche Zustände in ihren Reihen nicht dulden. Ich vermute, sie wissen nichts davon. Der größte Teil der Armee hat sich in die Hauptstadt zurückgezogen und verschanzt. Diejenigen, die zurückblieben, herrschen jetzt unbehelligt und sind niemandem Rechenschaft schuldig. Es ist schlimmer als vermutet. Kehrt zurück nach Rosaria. Hier ist es nicht sicher. Ich suche mir eine Karawane nach Norden. Bitte habt Verständnis, dass ich mir einen von den Gillbeuteln der Soldaten ausleihe. Das wäre erledigt. Und nun zum zweiten Kollegen von Rutherford. Vielleicht finde ich in Nordstedt eine Spur von ihm.
Es ist ein weiter Weg von hier zur Hauptstadt. Er könnte überall sein. Was ist passiert? Wenn ihr zu den anderen gehört, die haben mir schon alle Habseligkeiten abgeknöpft. Nein. Ich suche den Kollegen eines gewissen Rutherfords. Ihr habt ihn gefunden. Ich bin Alistair Rockford, Diener von Lady Ariane aus dem Hause Wellesley. Von den 7 hohen Häusern von Rosaria. Meine Großtante habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ist sie wohl auf? Ihr seid Lord Clive Rossfield. Oh ja, ja, ist sie. Meine Herrin hat mir erlaubt, dem Bediensteten eures Onkels zu helfen. Auf meinem Rückweg aus der Hauptstadt sah ich, wie Dorfbewohner auf offener Straße ausgeraubt wurden. Banditen. Sie sahen aus wie Feldarbeiter, aber letztlich spielte das keine Rolle. Ich wollte den Opfern helfen, aber jemand zog mir einen Knüppel über den Kopf. Wo sind Sie hin? Nach Süden, Richtung Tor. Gut, ich kümmere mich um Sie. Ich habe oft genug mit solchem Pack zu tun. Geht zurück nach Nordstedt, in den Schleier. Sagt, dass ich euch geschickt habe. Danke, das werde ich. Möge der Begründer euch beschützen. Sie können es einfach nicht lassen. Lauf so schnell du kannst in die Stadt. Hier sind sicher noch mehr Banditen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Danke, Reisender. Das sind wohl alle gewesen. Ihr solltet doch zum Schleier gehen. Und zulassen, dass sich seine Hoheit der herzogliche Thronfolger allein in Gefahr begibt? Nennt mich einfach Clive. Und keine Sorge, mir geht es gut. Ganz im Gegensatz zu euch, wie es scheint. Ich werde es überleben. Seltsam, dass die Garnison bei einem so dreisten Angriff vor ihren Toren nicht eingreift. Sie haben schon in der Stadt alle Hände voll zu tun. Oft senden sie nicht einmal Patrouillen aus. Nur wenige Arbeiter bestellen die Felder, noch weniger transportieren die Ernte auch. Die Marktstände sind fast leer. Und das, was noch übrig ist, kostet ein Vermögen. Nicht selten kommt es vor, dass sich die Leute um ein Stück Brot schlagen. Wie ich schon sagte, sahen die Männer, die mich angegriffen haben, nicht wie Banditen aus. Sie waren sicher nur verzweifelt. Rockford, hört mir zu. Wenn ihr eure Nachforschungen fortsetzen wollt, solltet ihr euch zuerst an einen Heiler wenden. Ich... natürlich.
Ich kehre sofort zurück nach Nordstedt. Doch zuvor möchte ich euch danken. Wärt ihr nicht gekommen, ich... Dankt nicht mir, dankt Rutherford. Er hat mich schließlich geschickt. Er wird sich fragen, wo ich geblieben bin. Ich schicke ihm einen Stolas, sobald ich kann. Lebt wohl. Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, dass mein Onkel so beunruhigt ist. Ich sollte Rutherford sagen, dass seine Kollegen wohl auf sind. Ihr seid also immer noch hier. Hier gibt es einen ständigen Strom von Händlern und somit auch einen ständigen Strom von Informationen. Apropos, meine beiden Kollegen haben sich gemeldet. Sie haben ihre Ermittlungen wieder aufgenommen. Dank euch. Ich war nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Beide schienen die Lage in Sturm ziemlich düster einzuschätzen. Ich fürchte, dass düster noch eine Untertreibung ist. Sturm steckt in der Krise und wir müssen etwas tun. So schnell wie möglich. Und wir müssen zusammenarbeiten. So wünscht es euer Herr Onkel. Das wünsche ich auch.